So, dann schauen wir doch mal. Alle Runen weg. P. K. Fehlgeschlagen. Levitieren. Okay, runter. Und es klappt. Wo muss ich lang? Hier rüber, oder? Osten. Osten. Rüber. Ich sehe nichts. Ah, Licht. Okay, Licht könnte helfen. Sehr schön. Und jetzt wird bestimmt hier das Amulett, was uns jetzt allerdings nichts mehr helfen wird, denn wir haben ja schon alle Goblins geaggrot und alle Trolle und überhaupt. Oh ja, wir sollten es trotzdem holen. Bitte sei nicht zu, bitte sei nicht zu. Oh, zwei Türen. Bitte seid beide nicht zu? Das ist doch doof. Da habe ich jetzt einen Weg gefunden, wie ich in den einzigen Bereich kommen kann, wo das Amulett eventuell sein könnte. Und es ist zu. Okay, die Tür können wir uns sparen. Die nach Norden. Aber die nach Osten wäre ganz praktisch. Ja, okay. Wozu haben wir ein unzerbrechliches Schwert, wenn nicht zum Türen kaputt haben? Ich probiere einfach mal ganz kurz. Wenn das zu lange dauern sollte... Also erstmal will ich seitlich hauen. So, besser. Wenn das zu lange dauern sollte, dann müssen wir uns etwas anderes überlegen. Nur was? Also es ist schon mal sehr praktisch zu wissen, dass man außerhalb einer Nicht-Magie-Zone einen Zauber sprechen kann. Und der dann aktiv bleibt, auch wenn man eine Nicht-Zauber-Zone betritt. Also es ist ein... Oh. Das habe ich jetzt eben nicht erwartet. Oh ja, was ich sagen wollte. Es ist also eine Nicht-Zauberzone und nicht eine Nicht-Magie-Zone. Ja, das macht Sinn. Oh, Lava. Hatten wir so lange nicht. Oh, Flattermaus. Zwei. Komm. Ich will jetzt nicht hier wieder irgendwie vergiftet werden oder runtergeschubst oder sonst was. Stirbt einfach. Oh, Nummer 1, Nummer 2. Sehr schön. Es geht aufwärts. Wir töten Gegner. Wir kommen auf der Karte voran und hier sind Sackgasse. Stonewall, 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 Stonewall. So viel dazu. Kommen wir da rauf von hier? Ein bisschen Schwung bestimmt. Oh. Nicht so ein Schwung. Shift J. Oh, ich kann nicht springen. Komm, lass mich schnell hier. Was zur Hölle? Okay, ganz ruhig. Erstmal Fledermaus umbringen. Sind die gerade neu gespawnt? Komm her. Ich weiß, du bist da irgendwo. Das ist nicht der Gang, wo ich hergekommen bin. Sehr verwirrend. Also ja, einmal, dass sie von der Lava aus nicht springen konnte. Das war der Vorteil bei der anderen Lava gewesen. Da konnte man drauf stehen und konnte man dann springen. Die haben aber weniger Schaden bekommen. Das ging hier nicht. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt der Bereich ist, wo dieser Bullfrog-Rätsel ist, wo man springen sollte. Weil das ist halt ein Nicht-Zauberbereich. Das heißt, hier macht ein Sprungrätsel auch Sinn. Wir kamen da hier und wurden hier hin teleportiert. Okay. Dann hauen wir doch die Tür auch mal kaputt. Also wir versuchen es zumindest. Weil ich habe nicht so wirklich die Motivation, nochmal in Lava zu springen. Wir sind in der letzten Folge schon oft genug gestorben. Für meinen Geschmack. Dafür, dass wir die 70 Folgen oder was vorher nur ein, zwei Mal gestorben sind, ist das schon ganz schön krass gewesen. Schauen. Wie oft haben wir beim anderen Ding raufgehauen? Ungefähr so oft wie jetzt hier, würde ich sagen. Also hau ich noch 5 Mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nö. Also sie scheinen stabiler zu sein. Okay.
wir... Das Problem ist, wenn wir springen, donnern wir sofort gegen die Decke. Das ist... Ich probiere mal hier. Ich drücke Shift, J und W. Ah, ich kann doch springen, okay. Kann ich auch darauf springen? Ja, ich kann noch nicht vorwärts springen, okay? Hops. Es. Gott verdammt. Geh da rauf. Du war was da. Komm mir leicht veralbert vor. So. Okay. Werde ich jetzt wegteleportiert, weil ich zu oft in die Lava gefallen bin? So oder so sollten wir schlafen. Ja, sehr gut. Ist ja nicht so, dass hier eine Fledermaus rumgeistert, aber ey, da bist du ja. Komm her. Komm her. Nee, die will nicht. Die wartet, bis wir springen, um dann zur Seite anzustupsen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin soll. Wahrscheinlich hier Südosten, ne? Okay, ich drück mal hier Shift J für einen richtig schönen weiten Sprung. Wir sind nicht in der Lava, okay. Aber wir haben... Was? Unsere Lebenspunkte sehen echt nicht gut aus. Licht aus? Schlafen? Kriegen wir vielleicht in dem ganzen Raum Schaden? Weil es halt sehr, sehr heiß ist. Da oben ist die Fledermaus wieder. Fragen über Fragen. Das war zu weit. Oh, oder auch nicht. Gerade noch aufgefangen, okay. Was? War das? Ich war mir ziemlich sicher, dass ich nicht in der Lava war. Menno. Okay, was sagt die Karte? Karte sagt, wir sind immer noch hier. Wir sollten das Bäumchen mal umpflanzen, glaube ich. Ich habe das Gefühl, wir werden noch öfters sterben. Benutzen. Bäumchen. So, südlich. Den Weg müsste ich ja langsam gehen. Hier rum, schräg. Komm schon, geh erst einmal raus. Schräg. Dann gerade runter und dann die zweite Tür rechts, die nicht mehr offen steht. So. Schwupps. Runter. Und hier pflanzen wir den Baum. Genau. So. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hoch, schweben dann wieder und versuchen hier an dem Rätsel weiter zu doktoren. Auch wenn ich nicht wirklich weiß, was ich da machen soll. Weil auf der Karte waren wir jetzt schon fast überall, außer da bei so einem Fitzelchen. Da oben vielleicht. Also ja, ich denke, das wird der einzige Ort sein, wo wir wirklich weiterkommen vom Inhalt her. Jedenfalls das, was für uns momentan machbar ist. Können wir so schon zaubern oder ist es zu wenig? Ne, zu wenig. Andere Sache wäre halt der Golem. Und das Rätsel mit den Augen geschießen und so weiter. So, dich, dich. Oh, ich könnte auch einfach ganz gemein sein. Komm, schneller, 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 schneller. So, cool, okay. Lauf, 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 lauf. Ganz schnell zur... Nein, die Tür ist wieder zu. Ah, gut, okay. Genau. Wir haben noch Levitieren an. Das heißt, wir gehen jetzt einfach rechts an der Wand lang und gucken. Das war gemein. Hat sofort aufgehört, als ich hier angekommen bin. Und hier ist gar nichts. Ja, sehr schön. Hoffe ich mal, dass ich auf irgendwas lande, was... stabil aussieht. Und das tut es. Ich bin ja wieder tot. Nordosten. Nordwesten. Da sieht gut aus. Da ist aber auch nichts. Hier ist etwas. Eine Nische zumindest. Und wir sind gleich wieder tot. Schlafen. Das hat nicht sehr viel gebracht. Oh ja, hier ist auch nichts.
Also das ganze Jumping-Ding war wohl echt nur dafür da, dass wir hierher kommen. Und wir sind einmal aus Versehen dahin gekommen durch irgendeinen Teleporter. Wo auch immer der ist. Das heißt, wir hätten verdammt nochmal da oben bleiben sollen. Wir sind einfach nur in die Lava gefallen und kamen nicht wieder raus und jetzt sind wir tot. Wie sind wir da hochteleportiert worden? Nicht gut, gar nicht gut. Aber hilft nichts. Wir schlafen. Wir sollten nicht hier schlafen. Wir gehen nach oben, wir schlafen. Uneasy. Das heißt, wir haben bald Hunger. Okay. I-M-N. Essen, 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 essen. Schlafen. Essen, 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 essen. Schlafen. You're starving. Ja, okay. Das bringt ja nichts mehr. So, alles aufheben. Essen und dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Wobei ich echt den Verdacht habe, dass mit dem Levitieren wirklich so war. Dass sobald wir über der Lava waren, dass der Zauber dann gecancelt wird und man nur noch Federfall hat und nicht mehr das andere. Weil das ist halt eine andere Lava als die Lava hier, wo das vielleicht gehen würde. Ne, wo es definitiv geht. Wir sind schon über die andere Lava rüber levitiert. Über die normale Lava. Die eher Lava aussehende Lava. Die da war recht dickflüssig, also mit schwarzen Knubbeln in der Mitte. Egal, mehr essen. Schlafen. Jetzt müsste das reichen. Wir wollen jetzt volle Mana haben. Einigermaßen voll, okay. Wir wollen alles essen, bis wir pappsatt sind. Und dann nehmen wir noch ein, zwei Stück mit. So. So. Genau, eins. Wir können kein zweites Stück mitnehmen, verdammt. So. Du weg. Und wir hätten gerne Pika. Levitieren. So, runter. Rüber. Ich habe nicht vergessen, das Licht auszumachen. Sehr schön. So, und jetzt muss ich mich erinnern, wo bin ich letztes Mal? Hier bin ich letztes Mal runtergefallen. Irgendwo hier müsste ein Teleporter sein. Aber versuchen wir erstmal rüber zu schweben und gucken, ob wir wirklich gecancelt werden. Nee, werden wir nicht. Ah, sehr schön. Dann war das eben nur Zufall gewesen, dass wir genau in dem Moment, wo wir über der Lava waren, das Ganze verloren haben. Trotzdem habe ich nicht besonders ein gutes Gefühl, dass wir ganz bis da hinten hinkommen mit dem Spruch. Vor allem, weil ich gerade eine Fledermaus rankomme, ja. Die piekst uns gleich bestimmt und fallen wir runter. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ja, da unten wuselt sie rum. Komm schon, noch ein paar Schritte. Sehr schön, sehr schön. Halt dich fest, sonst im Notfall. Ja. Das war echt knapp. Okay. Komm her. Komm, hoch hier. Na, und sie fliegt. Okay, hauen wir sie nach die Tür ein. Wobei natürlich auch sein könnte, dass die Tür erst geöffnet wird, wenn man auf der richtigen Reihenfolge die Plattform betreten hat. Das wäre richtig übel. Zumal wir doch recht weit inzwischen springen. Was wahrscheinlich an dem Ring liegt, was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Weil Springen gesteigert haben wir nie, oder? Also ja, wir könnten den Ring abnehmen und mal testen. Weil wenn man nicht so weit springen könnte wie wir, wäre das ganze Puzzle wesentlich einfacher. Weil ich kann momentan nicht damit rechnen, wie weit ich fliege. Das macht das Abschätzen doch schon ziemlich schwer. Nee, die Tür scheint echt stabil zu sein. Ist dieselbe Farbe, wie die Tür hat, die zwischen... Warte mal. Zwischen dem und dem Bereich war. Also die hier sind wohl unzerstörbar. Komm, ein paar Schläge noch. Schaden kann es nicht. Schön auf grün warten. Zonk. Zonk. Ja. Okay.
Was sind unsere Optionen? Erstmal können wir nochmal hier gucken, ob hier irgendwo irgendwas ist. Wir können versuchen, das Puzzle rückwärts zu springen. Oder halt einfach nur zu diesem Teleporter. Aber der Teleporter bringt uns ja hierher. Das ist komisch. Okay, ich drücke nicht Shift. Ich drücke einfach nur S. Boah. Ich wollte S springen drücken, aber es hat nicht geklappt. Jetzt drücke ich Shift J, und zwar um da hinten hinzuspringen. Da so. Shift J. Und hier kriegen wir richtig viel Schaden. Warum auch immer. Komm. So. Licht aus, schlafen. Unterbrochen? Wie jetzt unterbrochen? Ach, Fledermaus. Komm her, verdammt. Komm ich da hoch? 2, 1, Risiko.